Achtung, das Video hat einen wissenschaftlichen Zweck. Handlungen im Video bitte nicht nachmachen, weil das gefährlich ist. Wir sind Profis und testen im Sinne der Bildung. Hallo Leute und willkommen bei Timon. Wie schaut's aus, Leute? Habt ihr Lust auf eine Wassermelone? Um diese Jahreszeit bekommt man eigentlich keine mehr. Ich habe mir aber eine besorgt. Nur für euch, Leute, weil ihr wieder Wassermelone sehen wolltet. Ich will heute 1100 Grad glühende Lava in die Wassermelone gießen. Wir werden es sehen, welche Form das Kupfer in der Wassermelone annimmt und ob die Wassermelone die Hitze überhaupt aushält. Wir machen es so. Schreibt mir unter diesem Video eure Vorschläge für Lava-Experimente. Und das beste Vorschlag werde ich machen. Und der kommt auch in das nächste Video. Wir schneiden die Wassermelone auf. Sieht lecker aus. Ich probiere es. Lecker. So Leute, unsere Lava glüht und ist bereit. Lasst uns anfangen. Mann, wir haben 2 Kilo Kupfer eingeschmolzen, rausgekommen ist aber nur ein Teil. Der Rest ist noch drin. Das müssen wir schnellstmöglich erhitzen und verflüssigen. Versuch Nummer 2. Leute, heftig! Schaut euch das nur an! Wir sind im Studio und schauen jetzt nach, was in der Wassermelone geblieben ist. Heftig, Leute! Gebratene Wassermelone ist bestimmt lecker! Schaut euch das Kupfer an! Es sieht aus wie ein Kölner Dom! Glückwunsch, wer bis hierher geschaut hat. Eure Kommentare bekommen ein Herz von mir. Liked das Video, Leute, wenn es euch gefallen hat. Teilt es mit euren Freunden. Abonniert meinen Kanal, um kein Video zu verpassen. Und bis bald.